Herdenschutzhunde. Wo sind ihre Stärken und wo gibt es Risiken? Dazu gleich mehr. Herdenschutzhunde dienen dazu, wie der Name schon sagt, zum Schutz der Herde. Hütehunde, die bringen die Herde von A nach B. Und sie sorgen auch dafür, dass unterwegs kein Schaf verloren geht. Und Hütehunde, die kümmern sich eben auch in erster Linie um Schafe. Es gibt dann noch Treibhunde, die bringen dann eher Kühe zum Beispiel zurück in den Stall oder auch zum Markt. Früher war es keine bestimmte Rasse. Es war auch nicht unbedingt erforderlich, dass der Hund besonders wehrhaft war oder besonders groß war. Es hat oftmals schon ausgereicht, dass er ordentlich Alarm geschlagen hat, damit der Hirte dann auch auf den Dieb, auf den möglichen Räuber aufmerksam wurde. Heutzutage sind Herdenschutzhunde sehr groß und sie haben auch immer ein richtig dickes, dichtes Fell. Zum einen wird argumentiert, dass das Fell eben auch vor einem Biss durch einen Wolf schützen soll. Aber so ein einzelner Herdenschutzhund hat auch nicht so die allerbesten Karten bei einem Wolfsangriff. In jedem Fall dient das Fell auch zum Schutz vor den Witterungseinflüssen. Denn diese Hunde leben ja wirklich zwischen den Schafen, also in der Herde, ohne irgendeinen Unterstand, ohne irgendeinen weiteren Schutz. Und von daher muss das Fell sie zum einen vor bitterer Kälte schützen, aber auch vor starker Hitze. Denn also auch gerade so in den Weiten Ungarns kann es ja schon mal ordentlich heiß werden. Es kommt natürlich auf den Einzelfall an, aber es ist auch häufig ein Trugschluss, dass ein dichtes Fell auch nochmal den Hund belastet, wenn es heiß wird. Denn wie gesagt, Fell kann auch durchaus vor Hitze schützen. Es ist ja eine ganz andere Struktur als jetzt so unser Wintermantel oder unser Fleecepulli. Von daher, das kommt dann natürlich drauf an. Also bei den Herdenschutzhunden ist es auf jeden Fall so, das Fell dient zum Schutz auch vor Hitze und eben vor Kälte. Das Fell hat allerdings auch einen gewissen Nachteil, dass nämlich diese Hunde recht flauschig und gemütlich aussehen. Sie können aber in Sekundenschnelle in einen Arbeitsmodus umschalten. Und es kann auch durchaus sein, dass sie all das, was sie noch sehen können, als ihr Territorium wahrnehmen. Herdenschutzhunde gehören daher in souveräne, konsequente und auch durchaus professionelle Hände. Also es ist auf gar keinen Fall ein Anfängerhund. Und sie sollten mit großer Konsequenz und Hartnäckigkeit erzogen werden, aber keinesfalls mit Härte. Sie nehmen auch Ungerechtigkeiten sehr schnell wahr. Und im besten Fall können sie dann auch auf stur schalten, komplett auf stur. Und im schlimmsten Fall reagieren sie aggressiv. Diese Hunde sind es gewohnt, selbstständig zu entscheiden. Sie sind ja ganz oft eben komplett allein mit der Herde und müssen eigene Entscheidungen treffen. Und wenn dann jemand ist, der sie führen will und das nicht konsequent macht oder ungerecht ihnen gegenüber ist, dann kann das schon mal nach hinten losgehen. Dieses Video ist auch erstmal nur so als Überblick gedacht und einfach dafür, um das nochmal ein bisschen abzugrenzen, was genau macht ein Hütehund und was macht jetzt ein Herdenschutzhund. Wenn Sie sich für Herdenschutzhunde interessieren, dann informieren Sie sich unbedingt bitte weiter und fragen sich auch immer, wofür ist diese Rasse eigentlich ursprünglich mal gezüchtet worden.